Schneiden und Gravieren mit hochpräziser Lasertechnik. Das FabLab der Otto von Guericke Universität Magdeburg bietet seinen Nutzern die Möglichkeit, Schneid- und Gravurarbeiten unter Verwendung eines Lasercutters durchzuführen. Dazu sind lediglich aus einem 3D-Modell erzeugte oder eigens erstellte Vektorgrafiken nötig. Ist die maßstabsgetreue Zeichnung der hier exemplarischen Druckplattenaufnahme eines 3D-Druckers erstellt, wird die entstandene PDF in eine Vorlage entsprechend des Arbeitsraums des Lasercutters importiert. Nach Senkung der Linienstärke auf einen Mikrometer, um präzise Schnittkanten zu bestimmen, können durch gefärbte Geometrien oder Ziffern Gravurflächen bestimmt werden. Die Stärke der Gravuren sind abhängig von der Laserleistung und Geschwindigkeit und lässt sich für jede gewählte Farbe anders einstellen. In den Einstellungen des herkömmlichen Druckmenüs lassen sich alle Schneid- und Gravureinstellungen tätigen und die Daten an den Lasercutter übertragen. Wird der Lasercutter eingeschaltet, fährt zunächst die Arbeitsfläche herunter. Befindet sich die Arbeitsfläche in Nullstellung, kann das Einlegen des Materials erfolgen. Neben Holz erlaubt der Laser das Bearbeiten unterschiedlichster Materialien wie Acrylglas und Kunststoffe. Die richtige Distanz zwischen Laser und Schneidmaterial wird mithilfe einer Brennlehre eingestellt. Ist die Lehre mittig an der Schlittenführung des Lasers befestigt, wird die bestückte Arbeitsplatte zunächst an die Brennlehre herangefahren und dann in möglichst kleinen Schritten immer weiter an die Lehre herangefahren, bis diese von der Schlittenführung des Lasers kippt. Wurde die Lehre entfernt, kann der Deckel geschlossen und der Bearbeitungsvorgang gestartet werden. Nachdem alle Gravurflächen gelasert wurden, schneidet der Laser entlang der Schnittkanten das fertige Bauteil. Nach der Fertigstellung kann das Bauteil direkt entnommen und weiterverwendet werden. Haben wir dein Interesse geweckt, deine Produktidee in unserem FabLab mit unserem Lasercutter zu verwirklichen? So melde dich einfach bei uns unter den angegebenen Kontaktdaten.